Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute ist er also gekommen, der offizielle Release-Tag von FIFA 23. Zumindest für diejenigen, die sich das Spiel in der Normalversion im Store ihrer Wahl gekauft haben. Die Ultimate Edition haben, die durften ja nun schon ein paar Tage früher ins virtuelle Fußballabenteuer starten. Ab heute darf also jeder ran und ja, in diesem Video möchte ich euch einmal die Squad Building Challenges, kurz SBC, näher legen und wir werden uns den ersten Grundlagen, also die Grundlagen 1, widmen. Der ein oder andere wird sich jetzt natürlich fragen, hä, das hat er doch alles schon mit uns gemacht. Und ja, das ist richtig. Vor 7 Tagen habe ich euch in der Web-App Early-Phase die Grundlagen schon mal präsentiert. Zumindest die, die abzuschließen waren. Aber ihr wisst es auch, einige davon gingen leider nicht. Und deswegen machen wir das, wie versprochen, auch jetzt nochmal in der Konsolenversion. Und dafür würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Squad Building Challenges. Ich habe mir einen neuen Account erstellt, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und dafür gehen wir direkt rein, richtig frisch, mit Loading Screen. Und das erklärt uns einmal, was das Ganze ist. Dieser Modus stellt deine Teamaufbaukünste auf die Probe und bietet exklusive SBC-Belohnungen. Also, wenn ihr die Künste noch nicht habt, dann seid ihr auf jeden Fall bei mir richtig, denn mit mir klappt es auf jeden Fall. Ich präsentiere euch da fast zu jeder SBC, zumindest für die, die lohnenswert sind, und zu jeder Spieler-SBC eine SBC-Lösung. Und hier gibt es natürlich, ja, schöne Spieler, die man abschließen kann und auch tolle Items wie Packs. Es gibt aber auch öfters mal so Trikots oder Bälle, die sind nicht so interessant, aber vielleicht steht ihr auf sowas und deswegen ist es für jeden was dabei. Und mir macht das mega viel Spaß, gerade auch mit dem neuen Chemiesystem. Und ja, neu ist nicht immer besser, aber tatsächlich ist das für mich eine nette neue Abwechslung. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch in der Web-App und in der Companion-App auch erledigen. Das funktioniert auch. Und somit sind wir drin in den Grundlagen. In den Grundlagen auf der Web-App durfte man bisher nichts machen, wenn man die Grundlagen 1 noch nicht abgeschlossen hat. Das ist jetzt aber ein bisschen anders. Wir haben jetzt die Grundlagen 1 und dort ja, könnt ihr... Ach ne, die sind noch gesperrt, sieht man gerade hier. Aha, wieder was dazugelernt. Also ihr könnt diese SBCs sehen. Wir haben zum Beispiel gerade eine Spieler-SBC mit Angel Di Maria. Da können wir auch gar nicht drauf drücken. Wir müssen die Grundlagen abschließen, um alle weiteren SBCs für uns freizuschalten. Und dort bekommen wir, ja, erlernt. Also wir erlernen die Grundlagen der Chemie und der SBCs. Und es gibt immer untauschbare Bonis. Und keine Sorge, ihr müsst auch großartig keine Coins, ja, ihr müsst vielleicht sogar gar keine Coins in die Hand nehmen. Oder nur sehr, sehr wenige, um die Grundlagen abzuschließen. Also würde ich sagen, gehen wir rein in die Grundlagen. Und dort haben wir erster Austausch. Hier bekommen wir nochmal, ja, eine kleine, irgendwas angezeigt, eine Hilfestellung. Das könnt ihr skippen, zumindest ich skippe das. Ihr könnt euch das ja in Ruhe einmal durchlesen. Erster Austausch. Ja, wir haben 4 SBCs und wenn wir diese 4 SBCs erledigt haben, Einzelnationschemie, Einzelligachemie, Einzelvereinschemie, dann bekommen wir unser Bonuspack hier, das sehen wir hier, 2 Spielerpack, die sind aber alle untauschbar. Das dürft ihr nicht verwechseln, das steht jetzt ein wenig anders auf den Packs, beziehungsweise steht jetzt in der Beschreibung und nicht mehr am Pack. Okay, wir starten rein mit der erster Austausch. Okay, das wollen wir natürlich selbst aufbauen und ihr habt ja vielleicht schon mal ein paar Spieler gezogen, zumindest beziehungsweise, ja, ihr habt einfach ein paar Spieler im Verein und mit denen könnt ihr das genau abschließen. Hier seht ihr, haben wir ein paar verschlossene Positionen, die sind für uns nicht, ja, von Relevanz. Wir haben die in der Mitte, die ZM-Position. Und von uns wird erfordert, dass wir eine Spielerqualität von genau Bronze brauchen und einen Spieler. Also nichts weiter, keine Chemie, damit werden wir noch nicht konfrontiert, sondern wir dürfen erstmal einen Spieler hinzufügen. Und wir könnten theoretisch den Bürger nehmen. Den Bürger. Den Bürgermeister vielleicht. Nein. Wir wollen irgendeinen aus dem Verein haben. Das muss ja ein Gold-Häufigspieler, Bronze-Häufigspieler sein. Und vielleicht nicht die Position. Ja, nehmt euch einfach eine Position, wo ihr denkt, das passt nicht. Oder hier zum Beispiel sehe ich einen, da gibt es einfach RAF, eine zweite Position von einem Koreaner. Der kann ja einfach weg. Ist egal, welchen Spieler ihr reinstellt. Hauptsache, er ist ein Bronze-Spieler. Und dann könnt ihr die erste SBC abschicken. Und dann würde ich auch sagen,
Ja, das wollen wir machen. Der war bei mir tatsächlich auch im Verein, im Starterteam. Dort habe ich Deutschland gewählt als Nation. Auf meinem Main-Account habe ich Brasilien genommen, aber hier wollte ich mal bewusst Deutschland nehmen. Und öffnet immer die Packs. Direkt am Anschluss öffnet die Packs. Das hilft uns dann für weitere SBCs. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen und wir bekommen sogar 100 Münzen ihr geschenkt. Das nimmt man doch gerne mit. Und noch so einen EA Sports Ball. Den haben wir doppelt. Den können wir auch nicht tauschen. Ja, weg damit. Okay. Und zurück geht es wieder in die SBCs und jetzt haben wir die nächste Aufgabe vor uns, Einzelnationschemie. Tausche ein Team mit zwei Spielern aus derselben Nation gegen ein Bronzepack. Okay, das klingt plausibel und dort, ja, wie gesagt, geht ihr auf die Position, ihr drückt Dreieck oder im Fall der Xbox-Spieler Y und wählt die Position aus, beziehungsweise, ja doch, so kann man es machen. Könnt ihr einfach auf Dreieck gehen und dann die Position auswählen. Und was wird erfordert? Sind häufig Spieler genau zwei. Chemie pro Spieler brauchen wir schon ein. Ja? Und wie ihr aus der Einleitung schon gehört habt, Länder brauchen wir auch genau eine Nation. Und da würde ich sagen, gehen wir, da ich Team Deutschland gewählt habe, gehe ich mit den deutschen Spielern. Haben wir schon mal ein. Und in der Torwartposition, da wollen wir auch mal gucken, haben wir da noch einen deutschen Spieler? Ja, das ist richtig. Da haben wir den Dummrad. Den können wir auch wählen. So, und schon haben wir für den Spieler einen Chemiepunkt aufgrund der Nationalität. Ligen geben erst ab drei Spieler einen Chemiepunkt dazu. Und wenn es dieselbe Nation ist, könnt ihr auch schon links sehen, dann bekommen wir ab zwei Spieler eine Chemie. Okay, ich hoffe, das war verständlich. Ihr könnt das natürlich dann mit eurem Verein machen. Ich guck mal, habe ich noch einen Torwart? Wenn ich noch einen Torwart habe, dann muss ich nochmal gucken, habe ich da noch? Ja, Torwart hätte ich noch. Kriegt man ja alles durch die Packs. Und dann habe ich noch einen Stürmer. Ah, das war jetzt kein Stürmer. Ah, ich glaube, aber das sollte für euch passen. Ansonsten, ihr wisst ja Bescheid. Einfach selbe Nation und dann abgeben. Ja, und ich möchte auch diesen Hinweis dann bitte nicht mehr sehen. Ein Jumbo-Bronze-Pack und auch das werden wir jetzt dann einmal öffnen. 24 Bronze-Items, darunter ja, Spieler- und Verbrauchs-Items. Ist okay. Nehmen wir mit. Hier haben wir einen deutschen Spieler, einen rechten Verteidiger von Bochum, den Tolber. Okay, okay. Die packen wir ein. Hier sind noch ein paar mehr dabei. Hier noch ein, paar, noch ein deutscher Spieler. Ich wollte schon Nationalspieler sagen. Und ein paar Trikots. Ja, ist okay. Verein füllt sich. Auch wenn nicht gerade wunderschön, aber so ist das, der Start. Wir fangen klein an. Einzelliga-Chemie ist die nächste SBC und hier steht, tausche ein Team mit drei Spielern aus derselben Liga gegen ein Bronze-Pack. Und ihr habt schon gehört, drei Spieler, eine Liga und dafür bekommen wir ein Bronze-Pack. Und genau das werden wir machen. Wir müssen uns also eine Liga entweder auf dem Transfermarkt kaufen. Ihr könnt das mit L1 machen und dann könnt ihr einfach eine Liga eurer Wahl euch drei Spieler kaufen. Oder ihr guckt erstmal im Verein, was habt ihr denn auf den jeweiligen Positionen? Denn es ist super wichtig, dass ihr diese Position, weil sonst sind sie out of position, immer füllt mit den Spielern. So, und hier haben wir, ich guck mal gerade, man könnt das immer so mit dem linken Stick, könnt ihr gucken, welche Liga die haben. Wir haben hier Irland, wir haben Australien und wir haben die dänische Liga. Und dann will ich natürlich auch hier einmal in der RM-Position gucken und hier habe ich nur Niederlande. Also das wird schon tatsächlich gar nicht passen und ich müsste mir ja zumindest schon mal ein paar Spieler aus irgendeiner Nation bzw. aus irgendeiner Liga kaufen. Das ist aber kein Problem, dafür drückt ihr einfach L1 und sucht euch dann die Position. Wie zum Beispiel LM hier. Oder wir machen das jetzt nicht zum Beispiel. Und dann brauchen wir eine Liga. Geht gerne mal in diese englischen unteren Ligen. Die sind, da könnt ihr eigentlich meistens immer zugreifen. Ja, oder vielleicht auch erstmal nicht. Vielleicht bin ich zu günstig. Wait, wait, wait. Doch, jetzt haben wir das. Und wir gucken einfach mal, vielleicht finden wir irgendwas anderes.
Also Australien, okay, wir gehen vielleicht in die Australien, denn wir haben ja schon Spieler aus der australischen Liga. Genau. So, den haben wir ja schon. Damit können wir ein bisschen was, können wir ein bisschen was bauen. Und dann brauchen wir natürlich noch einen aus der australischen Liga. Und da müsst ihr jetzt ein bisschen suchen. Da haben wir schon gefunden. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier einen finde, der ein bisschen günstiger ist. Ja, da haben wir welche. Easy. Da snacken wir uns den direkt. Und dann könnt ihr einfach kaufen auf dem Transfermarkt, zum Verein hinzufügen. Voila, haben wir den ersten Spieler. Und wir brauchen tatsächlich dann noch einen Spieler. Und da macht ihr dasselbe. Einfach die Position auswählen, wenn sie nicht schon ausgewählt ist. Geht in die Liga und versucht euch da einen Spieler noch schnell zu snacken. Und ja, vielleicht muss man mal 300 Coins. Ihr könnt die aber auch alle immer günstig erbieten. Also ich mache jetzt hier Sofortkauf. Und ich glaube, wir haben jetzt auch den Zeitpunkt genau jetzt Release. Jeder möchte diese SBCs abschließen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir sogar hier einmal Chemie pro Spieler. Mindestens eins ist halt erfordert. Aber wir haben hier auch zwei Spieler mit einer Chemie von zwei. Weil die weil die auch noch dieselbe Nation haben. Wenn ich jetzt einen Spieler mit einer anderen Nation kaufe, hätte jeder ein Chemie. So, hier könnt ihr es einmal sehen. So hat jeder Spieler eine Chemie. Nehme ich noch einen zusätzlichen Australier hinzu, bekommt er schon mal direkt zwei Chemie, weil er auch ein Chemie bekommt, ein Chemiepunkt extra dazu bekommt, der LM und der ZM für die eigene Nation. Der nicht die Nation hat, der geht ein bisschen leer aus, der kriegt nur den Punkt über die Liga. Aber ich wähle jetzt erstmal den aus und damit schließen wir auch diese SPC ab. Auch so schwierig war es dann gar nicht. Und hier bekommen wir ein Jumbo Bronze Pack. Und das werden wir natürlich auch öffnen. Okay. Und voilà, da bekommen wir wieder ein paar. Koreaner haben wir auch wieder am Start. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte man ja auch vielleicht schon mit den Koreanern gehen können. Okay, Einzelvereinschemie. Tausche ein Team mit zwei Spielern aus demselben Verein. Also wir brauchen zwei Spieler aus einem Verein. So wie es gesagt wird. Und hier gibt es die Slots. Oh, Koop-Lobby. Naja, da möchte ich jetzt nicht rein. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier die Slots ZM und IV. Die sind frei. Die müssen von uns ja besetzt werden. Und Vereine brauchen wir genau eins. Hier ist das Problem. Erstmal im Verein gucken, was hat man denn so aus einem Verein, beziehungsweise in der jeweiligen Position. Also, hier haben wir, da kann man immer mal gucken. Twente, weiß ich nicht, das ist Bayreuth tatsächlich. Und ja, was haben wir denn noch so? Und dann brauchen wir natürlich noch die IV und die ZM-Position. IV haben wir geguckt und jetzt brauchen wir noch die ZM. Und da können wir auch mal gucken, was haben wir da Schönes. So, da haben wir den Windehall. Ich glaube, mit Windehall würde das tatsächlich auch passen. Den haben wir. Und ich glaube, wir haben noch einen IV. Tihi. Und den können wir auch nehmen. Das heißt, wir haben zwei Spieler aus einem Verein mit der Position. Die könnten auch die könnten auch dieselbe Nation haben, dann hätten sie natürlich auch zwei Chemiepunkte. Und dadurch, dass die jetzt auch ein Chemie bekommen, die haben jetzt einen Chemiepunkt bekommen aufgrund des Vereins und wären sie erst noch dieselbe Nation, dann würden sie natürlich auch noch einen Chemiepunkt bekommen für dieselbe Nation. Aber so können wir das schon mal abschließen und damit haben wir das auch alles erledigt. Okay, Jumbo Premium Bronze Pack. Und das öffnen wir auch. Und somit, voilà, haben wir es schon geschafft. Die Grundlagen 1 sind absolviert. Ich hoffe, dass ich euch das ein bisschen verständlich mit auf dem Weg geben konnte. Wir öffnen mal das Bronze Pack und dann werden wir uns das 2 seltene Spielerpack angucken. Oder war das ein seltenes Spielerpack? Wir werden es sehen. Vielleicht habe ich ja jetzt hier den Big Pull.
Und wie gesagt, falls ihr da nicht zwei Spieler aus einem Verein habt, dann geht einfach mal gucken in irgendeiner Liga, IV, ZM-Position, dann passt das. Also ich habe jetzt hier keine Coins ausgegeben und ja, zwei Spieler-Pack. Davon ist nur einer selten. Und das bleibt auch nur bei nur. Oh, das ist Adama Traoré. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht zum Start. Okay. Also da habe ich doch schon mal einen guten Spieler gezogen. Was hat er denn momentan an Wert? Oh ja, der ist auf jeden Fall schon mal dafür, dass ich hier nichts ausgegeben habe. Schon mal recht knackig. Gerade zum Start nimmt man doch so einen schnellen Spieler gerne mit. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Im nächsten Video widmen wir uns den Grundlagen 2. Die sind jetzt natürlich freigeschaltet. Also das könnt ihr jetzt hier sehen. Alle SBCs sind jetzt für uns nun frei verfügbar. Ob es jetzt ein Di Maria ist oder die aktuellen Top-Partien. Ja, das ist jetzt uns alles freigestellt. Ihr müsst jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr die Basis-SBCs abschließen. Aber ich würde es euch trotzdem empfehlen, sie nach und nach zu machen, denn ja, ich weiß nicht. Bei mir kommt der innere Monk hoch, wenn ich irgendwo was frei stehen habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber vielleicht auch mal ganz, ganz hilfreich, die abzuschließen und ja auch das Chemiesystem etwas besser nach und nach zu verstehen. Okay, das soll es gewesen sein. Gerne mal ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt es auch gerne teilen, falls der ein oder andere Kollege noch Probleme mit den SBCs hat. Und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Peace.